Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu Resident Evil Revelation 2. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und ihr wollt nicht wissen, wie häufig ich das jetzt gerade nachspielen musste, ja? Also, nee, die letzte Stelle ist für einen Arsch mit dem Feuer. Kann ich euch gleich sagen. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, für all diejenigen, die die letzte Folge oder die letzten Folgen oder alle nicht gesehen haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr raufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Zumindest, wenn ihr das wollt. Okay. Spiel speichert kurz. Und hier ist also diese Kanalisation. Na, gut zu wissen. Neil und das Mädchen waren nicht in der Fabrik. Nein. Ich hätte auf dich hören sollen. Neil hat die Nachricht nicht geschrieben. Das würde er nicht. Und was, wenn doch? Au! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Runter damit! Scheiße. Ist er bei Terra Safe? Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Kein Armreif. Warum haben sie keinen Armreif? Sehe ich etwa aus wie Frau? Heilige Scheiße, alter Mann. Wissen Sie, was hier los ist? Sie müssen hier abhauen, bevor es zu spät ist. Niemals. Ich bleibe meiner Heimat. Geht jetzt weg. Ihre Leute kommen zu unserer schönen Insel und nehmt einfach alles weg. Was auch schlimme Dinge passieren, fragt nicht meine Hilfe. Okay. Ich dachte jetzt, er würde Moira gleich mal direkt erschießen, ne? Stärkt ihn euren eigenen Ort. Hier ist meiner. Blödes ja. Fossil. Ich hab solche Typen echt satt. Du meinst solche wie Barry. Du sagst, hey, gehen wir nach links. Und er geht nach rechts, nur damit er recht haben kann. Ja, mit meinem großen Bruder war es als Kind auch so. Ich baue ein einziges Mal Mist und auch ohne sein Nachhelfen fühlte ich mich mies. Okay. So, wir haben ja einige Waffen, ne? Bündelungen, okay, das geht nur mit... Geht auch... Ah, geht. Gut. Ich weiß gar nicht, ob man auch im Wasser irgendwas finden kann. Also Gegenstände oder sowas. Ne, ah, Art. Aber auf jeden Fall, ja, sind wir weitergekommen. Ich bin gespannt, wie das Spiel denn später enden wird. Ja, wie gesagt, sieht sehr vertrauenswürdig aus, nicht wahr? So. Was war das? Ich möchte es am besten gar nicht wissen. Kanalisationskarte, das ist gut. Das war doch gerade eine Fledermaus, oder? Okay, wo geht's hier lang? Okay, also wir müssen die andere Richtung lang. Ich habe nur die Munition besorgt. Die können wir ja immer gut gebrauchen. Und ja. Also wenn er mich fragt, da ist irgendwas, ne, im Wasser. Ich hoffe mal, es will nicht von Claire Mora naschen, ne? Okay, darüber können wir auch.
Also ich höre die ganze Zeit so merkwürdige Geräusche hier. Da können wir nicht lang. Können wir da hoch? Ja, denn hier gibt es Munition. Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl, Leute. Gleich wird irgendwas passieren. Es war so klar. Man kann auch leider nicht schneller rennen, ne? Na komm schon. Ja, danke. Oh, das ist so doof. Verdammt, ich bin im Wasser. Wie soll ich da brennen? Ja, ich brenne schon wieder. Oh, ist das dämlich, ey. Man kann auch nicht rennen. Och Mensch, Moira. Stirb. Alter. Kombinieren, denn wir brauchen mehr Kräuter. Alter, das war echt. Das war hart. Hätte ich rennen gekonnt, dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Aber so, naja. War es halt ein bisschen schwieriger, ne? Okay, hier muss ich eh Moira spielen. Und Claire kann da, glaube ich, rüberspringen, ne? Gut. Eins ist noch. Wir müssen da wahrscheinlich eh lang. Die Frage ist, was hier ist. Oder müssen wir eventuell da lang? Wartet mal. Was wird denn dann passieren? Da ist eine... Kann ich mich hinhocken? Das geht auch nicht. Bin gespannt, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Ne? Okay, das Tor geht an der Seite auf. Gut. Das ist geil. Wir haben wieder, was wir vermehren können. Moira hat auch noch ein Kraut. Ich heb's aber vorsichtshalber auf, das Rote, ja, weil ich möchte keinen Fehler begehen und es jetzt schon opfern. Später wäre es eventuell mal richtig notwendig und dann haben wir nichts mehr. So, Moira, geh mal da hoch. Danke sehr. Denn wir brauchen deine Hilfe hier. Ah, danke.
Ich habe gerade so ein komisches Insektenvieh gehört. Aber ich hoffe, es ist es nicht. Oh, na super. Schön wieder in die Brühe rein. Dann brauchen wir uns nicht waschen, ne? Okay, ich muss da einen Knopf drücken. Kommt da gleich wieder irgendwas. Mal ganz im Ernst. Verrecke leise. Danke sehr. Ich kann wetten, wenn ich das Ding betätige, entweder geht es wieder nach Zeit. Und natürlich kann man da nicht hochklettern. Das ist ja wieder so typisch Resident Evil. Ich hoffe, es geht hier nicht nach Zeit, ne? Weil ansonsten kriege ich echt eine Macke. So, weg mit dem Dreck hier. Das war ja so klar. Bleib liegen, danke. Und da oben ist wieder so ein Typ hier mit so einer Art Axt. Gut. Könnte sein, dass er noch lebt. Ja. Wäre schön, wenn du verrecken würdest. Tschüss. Oh, da müssen wir rüberspringen. Alter, ey, ganz ehrlich, das ist voll verwinkelt hier, der ganze Dreck. Also viel habe ich nicht mehr, ne? Ich habe noch 42 Schuss für die MPRB und dann habe ich noch für die Tab 4 Schuss. Also viel ist es nicht mehr. Ich hoffe mal, es passiert jetzt hier nichts. Oh, da hinten ist eine Kiste. Hm. Wartet mal. Ach, Quatsch. Da müssen wir hoch. Können wir hier noch an der Seite irgendwas finden? Nö, gut. Was war das gerade? Man kann es ja zum Glück ab und zu mal sehen, ne? Also ich finde es gut, dass Mora diese Fähigkeit hat. Was war das jetzt gerade?
Wie konnte man sich nochmal ducken? Ach, genau. Wahrscheinlich wäre das hier der kürzere Weg gewesen. Aber Resident Evil typisch sind die natürlich meistens immer kaputt. Und deswegen müssen wir uns hier den Weg bahnen. So, durch das Licht. Ich dachte gerade an was anderes. An Gras oder irgendwas, was hier austritt. Aber nö. Och Mann, ey, ich muss gegen die wieder kämpfen. Mist. Könnte aber noch irgendwas sein. Okay, da können wir was anderes mit herstellen. Gehen wir aber weiter und ist gut. Hm. War klar. Mensch, Moira, ey! Das ist dämlich! Also, das... Mann, ich treffe heute echt überhaupt nichts. Boah, ich krieg hier gleich einen Raster, ey, wirklich. Mann, jetzt... Geht mir noch nicht auf den Sack hier. Das kannst du echt vergessen heute. Och, Mann! Ja, die können natürlich auch rennen. Also man kann es auch mit Feinden übertreiben, mal ganz ehrlich jetzt hier. Was soll der Dreck? Man hätte es auch ein bisschen anders lösen können, meines Erachtens nach. Aber gut, ist halt Resident Evil. Und natürlich, wir könnten da nach oben gehen. Höchstwahrscheinlich wäre das, naja, nicht einfacher, aber wir wären aus dem Wasser raus. Also ein wenig Nerven tut's, vor allen Dingen, dass überall Gegner sind. Wir sprechen ja hier nicht mal von so drei oder, also zwei, drei zum... Was war denn das jetzt? Und ich fall wieder ins Wasser. Och, jetzt leck mir am Arsch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich einfach hier unten lang. Ja, und natürlich geht das nicht. Och Mann, ich krieg hier... Moira, weißt du, wenn du deine Taschenlampe von ganz alleine nutzen würdest, dann wären wir hier schon durch. Also ich sollte vielleicht mal häufiger Resident Evil gleich hintereinander aufnehmen. Dann hätte ich vielleicht nicht die Probleme... Mensch, du sollst da rüber gehen. Dann hätte ich auch nicht die Probleme, die ich jetzt habe. Immer noch einen drauf. Ja. Danke. Naja, wir hätten ja beinahe singen können, I believe I can fly. Dafür war der Weg aber noch leider nicht lang genug. So, muss ich jetzt den ganzen Kack dann nicht nochmal machen, wenn ich runterfallen sollte. Gut. Och ja. Nee, ist nicht gut. Ich bin nämlich wieder unten. Ich sehe vor allen Dingen nichts. Och Mann, das ist doch scheiße hier. Man übertreibt's an Gegnern. Das ist echt mies.
Oh, ey. Danke sehr. Ja, nee, ich bin eh gleich tot. Ich kann es hier auch nicht kombinieren. Oh, ich krieg hier gleich einen Raster, wirklich. Der hält ein ganzes Magazin aus, ist klar. Also langsam ist es so ein bisschen ähnlich wie Revelations 1. Man wird leider richtig heftig zugeklatscht mit Feinden. Und das finde ich dann im Endeffekt nicht mehr ganz so geil. Aber es hätten ja... Ja, zwei Leute hätten hier völlig gereicht, aber doch nicht... Egal. Man macht's, weil man es kann. Die Kisten kann ich auf jeden Fall nicht zerstören. Schade, denke mal nach oben. Okay, da hinten ist noch was. Eine leere Flasche. Wir haben zwei Stück. Dann haben wir zumindest schon mal eine Sprengflasche. Können wir noch irgendwas anderes machen? Alkohol. Ja, dass die Zombies brennen, finde ich auch nice. Hier haben wir es nochmal. Gut. Ja, Leute, die Folge ist jetzt nicht ganz so lang wie sonst immer. Wir werden genau hier stehen bleiben. Ich würde weitermachen, ich weiß aber nicht, ob gleich eine Videosequenz kommt oder mache ich das Tor wenigstens auf. Mach ich mal das Tor auf. Gut, Leute. Aber jetzt sollte es auf jeden Fall gewesen sein. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Also wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss!